2004 war es tatsächlich so, dass der Naturschutz relativ am Rand der allgemeinen öffentlichen Aufmerksamkeit stand. Und damit wollten wir mit den Hamburger Gesprächen etwas gegenhalten. Deswegen haben wir eben gesagt, wir hier heute, dieses Mal wollen wir die Hamburger Gespräche der Frage widmen, wo steht der Naturschutz in Deutschland? Sicherlich nicht mehr am Rande. Und es sind die ganzen 20 Jahre immer wieder Themen gewesen, die uns Impulse gegeben haben, Gedanken gegeben haben, aber eben auch Lösungsansätze. Ich denke, es ist ganz wichtig, was wir sehen, dass unsere Demokratie alles andere als selbstverständlich ist. Und auch in diesem, leider müssen wir das wieder feststellen, und auch in diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, wenn wir darüber sprechen, wie wir Naturschutz zu seinem Recht verhelfen können. Wir müssen die Natur restaurieren, damit wir uns auch wieder an ihr freuen können. Auf Englisch, we have to restore nature, so we can restore again in nature. Die fachliche Naturschutzpraxis gerade in Deutschland und Europa steht nicht nur vor großen Fragen und Herausforderungen, sondern zum Glück seit ein paar Tagen auch vor großen Zielen. Ich spreche vom Nature Restoration Law. Mit schmerzhaften Zugeständnissen oder schmerzhaften Streichungen an manchen Stellen, aber eben mit einer Zielrichtung, mit einem Wohin, das Hoffnung macht. Die Otto-Stiftung hat dem BFN zum 30-Jährigen gratuliert und wir gratulieren natürlich auch der Otto-Stiftung zum 30-Jährigen. Es ist für mich als Präsident des Naturschutzrings umso spannender, als dass die Naturschutzstiftung ja jetzt auch seit einem Monat Mitglied des Deutschen Naturschutzrings ist und damit eines breiten Netzwerks, das für kooperativen Naturschutz wirbt. Ich möchte gerne einen Erfolg, den jüngsten, gerade so einmal rausheben, dass wir jetzt auch sehr, sehr erfolgreich eine Unternehmensallianz gegründet haben von großen, starken Unternehmen, die sich committed haben, Paludikultur in die Wertschöpfung zu bringen. Wir hatten es heute, das muss wirtschaftlich sein, die Landwirte brauchen eine Perspektive, natürlich, ganz klar, die müssen auch ihre Rechnung bezahlen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, ein ganz wichtiger Schritt, den wir da gemacht haben, um den Landwirten Einkommensperspektiven zu zeigen, das aufzubauen. Wir müssen umsetzen, wir müssen handeln. Und da muss eben Politik, da muss die Zivilgesellschaft, da muss die Wirtschaft, da müssen alle eben zusammenwirken. Und unser Anliegen ist darin, dass wir die Dinge, die heute bei uns schon auch von unserer Umweltstiftung hier schon funktionieren, dass wir die multiplizieren, dass wir die möglichst schnell ausrollen, um einfach eine Breitenwirkung zu bekommen. Und das, wie gesagt, das nehmen wir uns vor jetzt für die nächste Zeit.